Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um die Abschlussprüfung 2022 B1 nach Termin. Den Link findet ihr wie immer hier hinter diesem Mebis-Link hinterlegt. Wir haben zwei Punkte gegeben, eine Parabelgleichung und eine Geradengleichung. Und als erstes sollen wir B und C bestimmen, sodass wir die vollständige Parabelgleichung bekommen. Und das machen wir natürlich, indem wir in die Parabelgleichung erst für x und y die Punkte von P einsetzen und dann die Punkte von Q. Deswegen schaut es dann wie folgt aus. 2,8 für das y ist gleich minus 0,2 mal minus 2 zum Quadrat plus b mal minus 2 plus c. Und das gleiche mache ich schon mal für die zweite Gleichung, nämlich für den Punkt Q. Für x-Wert setze ich jetzt 7 ein und für den y-Wert 1. Nun kümmere ich mich um die linke Gleichung. Und da muss ich erstmal zusammenfassen. Minus 2 in Klammern zum Quadrat gibt 4, mal minus 0,2 gibt minus 0,8, plus b mal minus 2 gibt minus 2b plus c. Das ist das Ganze jetzt ein bisschen zusammengefasster. Jetzt kann ich mir nämlich überlegen, wie ich weiter vorgehen will. Ich nutze hier immer das Einsetzungsverfahren. Das heißt, ich löse diese Gleichung hier nach c auf, dass c ist gleich dran steht, und setze es hier für c ein. Man kann natürlich beide Gleichungen nach c ein auflösen und dann das Gleichsetzungsverfahren verwenden. Additionsverfahren geht auch für Fortgeschrittene. Ich bringe jetzt die minus 0,8 und die minus 2b mit jeweils plus auf die andere Seite. Dann bleibt links stehen 2,8 plus 0,8, 3,6 plus die 2,b und das gibt c. Und dieses c hier, also der Term 3,6 plus 2b, den setze ich jetzt an diese Stelle ein und fasse in der Gleichung schon so weit wie möglich zusammen. Minus 0,2 mal 49 gibt minus 9,8. B mal 7 gibt 7b, das schreibe ich einfach um. Und dann meine 3,6 plus 2b. Auch hier fasse ich zusammen. Hier habe ich 9b und hier habe ich dann auch nochmal zusammengefasst minus 6,2. Und dann bringe ich die 6,2, also die minus 6,2 noch mit plus auf die andere Seite. Dann habe ich da 7,2, teile durch 9, das geht sogar im Kopf, gibt 0,8 und ich habe mein b berechnet. Das war das Einsetzungsverfahren, so dass ich quasi das c, das ich hier habe, auch hier ersetze und damit nur noch eine Variable vorkommt, nach der ich auflösen kann. B habe ich jetzt, c brauche ich noch. Hier steht schon, c ist gleich dran, also setze ich für b jetzt halt einfach noch 0,8 ein. Also c ist gleich, ich habe es jetzt bloß von links nach rechts geschrieben, c ist gleich 3,6 plus 2 mal 0,8, die ich schon errechnet habe, und dann habe ich meine 5,2. Also mein B und mein C. Das steht auch schon in der Angabe. Wenn ich mag, kann ich die Parabelgleichung einfach noch mit dem B für 0,8 und für C 5,2 hinschreiben. Das Ganze dann noch zu zeichnen und dann ist die Aufgabe 1 schon fertig. Bei der Aufgabe 2, da geht es wieder darum, Vierecke zu zeichnen. In dem Fall sind es Trapeze und was ich darüber weiß, ist, dass die Punkte A und B jeweils auf Parabel bzw. auf Gerade liegen. Also kann ich für x gleich minus 1 die Punkte sehr schnell zeichnen und für x gleich 3 die Punkte A, 2, B, 2 auch sehr schnell zeichnen. Was ich dann noch genauer wissen muss, wie komme ich auf die weiteren Punkte? Nun, der Punkt D, der liegt beschrieben, dass er um 3 größer ist als A und auf der Parabel liegt. Das heißt, ich muss doch nur 1, 2, 3 nach rechts schauen, wo die Parabel liegt. Oder ich kann es auch direkt berechnen, dass ich den x-Wert für 3 einsetze und das ausrechne. Und damit habe ich meinen Punkt D1. Nur wie komme ich auf C1? Das ist dann noch viel einfacher. Bei einem Trapez brauchen wir parallele Strecken. Und dementsprechend steht auch in der Angabe, dass diese beiden Seiten parallel zueinander sind. Und diese Strecke CNDN, die soll für alle Vierecke 4 Längeneinheiten betragen. Also muss ich einfach von D1 parallel zu dieser Seite, man könnte auch sagen senkrecht zur X-Achse, weil das steht ja gerade parallel zur Y-Achse oder senkrecht zur X-Achse, dann diese 4 Längeneinheiten antragen und das gleiche mache ich dann auch bei D2. 3 Längeneinheiten bzw. 3 Längeneinheiten nach rechts und dann schauen, wo der Punkt D2 auf der Parabel liegt. Damit habe ich zumindest die Zeichnung schon mal hinter mich gebracht und ich kann zu 1, 3 gehen. Jetzt geht es darum, dass man den Flächeninhalt in Abhängigkeit der Abszisse x der Punkte AN berechnen soll. Und ganz wichtig, man braucht am Schluss noch den maximalen Flächeninhalt dieser Trapeze. Man sieht ja auch schon, der Flächeninhalt wird eine quadratische Funktion ergeben. Das heißt, es wird ein quadratischer Term sein. Und wie berechne ich jetzt den Flächeninhalt? Nun, beim Trapez ist es 0,5 mal die beiden Seiten zusammen addiert mal die Höhe.
Und was ich weiß, ist die Streckenlänge CNDN. Das sind vier Längeneinheiten, also die Seite C aus der Formel. Das sind schon mal vier Längeneinheiten. Und ich kenne auch die Höhe. Denn wie bin ich von A zu D gekommen? Das sind jeweils drei Längeneinheiten nach rechts. Das heißt, diese Senkrechte, die ich hier mit der Maus nachfahre, das sind genau drei Längeneinheiten. Denn von minus 1 zu minus 2, das ist ja genau der Weg, den ich gegangen bin, um zu D zu kommen. Nur bin ich dann noch nach oben. Das nach oben oder in dem Fall auch nach unten, das interessiert mich nicht. Mich interessiert ja nur quasi diese Höhe. Und diese Höhe ist immer drei Längeneinheiten, weil ich von A nach D ja immer drei Längeneinheiten nach rechts gehe. Also habe ich auch hier die Höhe mit drei Längeneinheiten gegeben. Was ich noch brauche, ist die Streckenlänge von AN, BN. Und die ist auch nicht sonderlich schwer, denn das wissen wir ja bereits, die liegt parallel zur Y-Achse. Und dementsprechend kann ich den Y-Wert von A minus den Y-Wert von B bestimmen. Also Y-Wert von A, das ist in dem Fall der Term minus den y-Wert von b, das ist der Term. Ich habe das jetzt hier schon mal ohne die Klammern gesetzt und schon aufgelöst, denn hier hinten müsste ich eigentlich den kompletten y-Wert abziehen, also minus minus 0,2x und minus minus 1. Das ist wie ein Minus vor der Klammer, vor diesem Term. Und wenn ich die Klammer dann auflöse, dann wird jeweils das Vorzeichen gedreht und ich erhalte plus 0,2x plus 1. Das dann noch zusammengefasst und dann auch noch mit 0,5 plus den vier Längeneinheiten für die Seite C mal die Höhe 3 und dann FE, weil es ja jetzt um eine Flächeneinheit geht. Das Ganze noch zusammengefasst. Ich kann hier schneller arbeiten, indem ich 0,5 und 3 zu 1,5 zusammenfasse und dann 1,5 mal jeden einzelnen Term und dann erhalte ich am Schluss mein A von X. Und ganz wichtig, dass man dann nochmal genau hinschaut, wir brauchen noch den maximalen Flächeninhalt. Den macht man natürlich mit dem Scheitel. Denn das, was wir hier sehen, ist eine quadratische Gleichung beziehungsweise eine nach unten geöffnete Parabel. Und das erkennen wir mit dem negativen Öffnungsfaktor. Das heißt, mit einer nach unten geöffneten Parabel können wir ein Maximum bestimmen, indem wir den Scheitelpunkt bestimmen. Und das habe ich jetzt einfach ganz schnell gemacht. Der Y-Wert meines Scheitels ist 17,18, also habe ich ein A-Max von 17,18. Und der X-Wert von meinem Scheitel, der ist 2,5, also habe ich für den X-Wert von 2,5 ein Maximum dieses Flächeninhalts. Ganz wichtig, das ist nicht die Parabel, die wir hier sehen. Das ist diese hier. Das ist eine neue Parabel, die den Flächeninhalt darstellt und diese ist quadratisch und, wenn man sie zeichnet, nach unten geöffnet und damit kann ich eben ein Maximum bestimmen. Kommen wir nun zur Aufgabe 1.4. Das ist eine ganz einfache Aufgabe, denn dort soll man den Flächeninhalt von zwei bestimmten Trapezen bestimmen, die jeweils 16,5 FE haben. Und wir haben ja schon eine Formel bzw. eine Funktion für den Flächeninhalt und den müssen wir jetzt einfach gleich 16,5 setzen und rausfinden, wann ist denn dieser Flächeninhalt gleich 16,5. Das ist eine quadratische Gleichung, die wir wieder lösen können, indem wir alles auf eine Seite bringen und nach 0 auflösen. Das heißt, in dem Fall müssen wir nur die 16,5 rüberbringen und damit ergibt wird aus dem 15,3 ein minus 1,2. Nun haben wir das A, das B und das C. Das können wir wieder in die Mitternachtsformel oder direkt in den Taschenrechner eingeben und wir erhalten die beiden x-Werte x1 gleich 1 und x2 gleich 2. Bei der fünften Aufgabe, da soll man rechnerisch zeigen, dass für die y-Koordinate der Punkte D in Abhängigkeit von der Abszisse und so weiter gilt. Also wir haben doch die Koordinaten von AN und wir sollen jetzt diese Koordinaten für DN rausfinden. Nun, wir müssen uns nochmal überlegen, was passiert denn? Es bleibt auf der Parabel, aber es geht um 3 nach rechts. Das heißt, 3 nach rechts zu diesem x-Wert kommen 3 hinzu. Das heißt, ich muss überall, wo ein x steht, x plus 3 rechnen. Also bei der x-Koordinate wird es ganz einfach, x plus 3. Bei der y-Koordinate muss ich für dieses x x plus 3 einsetzen und für dieses x x plus 3 einsetzen. Jetzt entsteht hier eine binomische Formel. Hier ein Term, den ich erstmal von der Klammer befreien muss, also 0,8 mal x plus 0,8 mal 3, das mit dem und das mit dem. Hier muss ich noch ein bisschen warten, wie ich weitermachen kann. Erstmal binomische Formel auflösen, x² plus 6x plus 9, ihr erinnert euch, a² plus 2ab plus b², also x zum Quadrat plus 2 mal x mal 3 gibt 6x, plus 3 zum Quadrat gibt 9, 0,8x gibt 0,8x und 0,8 mal 3 gibt 2,4. Jetzt erst kann ich hier noch die Klammer auflösen
Und das ergibt dann diesen Term minus 0,2x Quadrat minus 1,2x minus 1,8. Und hier hinten habe ich 2,4 und 5,2 auch schon zusammengefasst. Jetzt muss ich nur noch neu zusammenfassen. Und das Wichtigste, was ich hier brauche, ist der y-Wert. Den da vorne, den hätte ich mir auch die ganze Zeit sparen können. Das habe ich nur der Vollständigkeit halber hingeschrieben. Der ist jetzt ja auch wie in der Angabe minus 0,2x Quadrat minus 0,4x plus 5,8. Ein wichtiges Zeichen, dass dieser Term hier auch gegeben ist. Das heißt nämlich so viel wie, dass wir den brauchen, um die nächste Aufgabe zu bestimmen. Da haben wir nämlich die Bedingung, dass AD parallel zur x-Achse ist. Also diese Strecke in diesem Trapez soll so rutschen, dass es parallel ist. Und wann ist das der Fall? Nun, das ist doch der Fall, wenn quasi die y-Werte von a und die y-Werte von d identisch sind. Ja? Weil dann ist es doch genau hier auf einer Ebene, dann muss der y-Wert gleich sein. Hier ist es natürlich unterschiedlich und je weiter man hochrutscht, rutscht es auf der anderen Seite ja wieder runter und irgendwann sind sie parallel zur x-Achse und das ist genau dann der Fall, wenn die y-Werte gleich sind. Da muss man sich eben genau überlegen, was ist denn an dieser Stelle identisch? Was können wir denn gleichsetzen? Was können wir denn hier verwenden? Und da ist eben ein gutes Zeichen, dass man in der Aufgabe 1.5 den y-Wert von d gebraucht hatte. Also wir nehmen quasi wieder die Koordinaten beider Punkte und da haben wir ja diese y-Werte von a und die y-Werte von d. Und die setzen wir gleich, denn wenn sie identisch sind, dann liegen sie hier wie quasi waagrecht oder parallel zur x-Achse. Und da ist es natürlich jetzt eine Gleichung, die erstmal ausschaut, als wäre es eine quadratische Gleichung, ist es aber nicht, denn wenn ich auf beiden Seiten plus 0,2x² rechne, fällt das Quadratische raus. Das heißt, ich kann auch einfach das nach einer linearen Funktion oder einer linearen Gleichung auflösen. Ich bringe die plus 0,4x auch noch auf die andere Seite und die 5,2 auf die eine Seite. Also es ging vielleicht ein bisschen schnell. 0,8x plus die 0,4x auf der linken Seite und 5,8 minus die 5,2 von der linken Seite auf die rechte Seite gibt 0,6. Und damit habe ich ein x von 0,5 und jetzt ist der Flächeninhalt natürlich nicht mehr weit, denn den habe ich ja schon in Abhängigkeit von x berechnet. Jetzt muss ich nur noch die x-Wert von 0,5 jeweils an die Stellen von x einsetzen und ich erhalte meinen Flächeninhalt von 15,98 Fe.